So, wir sollen jetzt mit der Lucilla reden. Da, Reiter aus dem Wald! Noch mehr Unterbrechungen? Was ist es diesmal? Was? Wachtmeister Leumde, ich befehle euch, mir Fräulein Kronsteig auszuhändigen. Fräulein Kronsteig ist der Hexerei angeklagt. Ohne Freisprache von dieser Straftat werden wir sie nicht entlassen. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Trete zurück, oder wir befreien sie mit Gewalt. Nichts dergleichen werdet ihr tun, Marschall. Legt die Waffen nieder. Sie hat ein Machtwort gesprochen. Grüße. Dann wollen wir mal mit ihr reden. Was? Helft mir mit dem Marschall. Mast und Schotbruch. So, bei ihm müssen wir jetzt die Quest abgeben. Wir müssen die Dunkelheit austreiben. Die Augen des Waldes. Tötet 4 wachsame Raben und 4 Streuner der Finsterrachen im Wächterwald. Und im Falle eines Überfalls platziert 6 Fallen im Wächterwald. Wird das Schicksal des Zirkels besiegt. So, 4 Rahmen und 6 von den Wölfen hier. Und hier sind die Fallen schon vorgemerkt. So, eine. Das ist ein Baumstamm. Die Silberlite ist tot. Mist, da war ich zu langsam. Aber wir haben ja eh die Quest noch nicht. Da vorne können wir noch ein paar Streuner mitkillen. Was? Wir brauchen noch eine Falle. Und 3 Streuner. Das heißt, wir nehmen die beiden Streuner und die Falle. Der andere schläft weiter, das ist immer schön. So, Fallen haben wir alle. Dann noch den einen Streuner und dann schnappen wir uns hier noch 2 Raben. Und dann können wir noch den Silberlite, der ist wieder da. Den können wir auch noch mitnehmen. So, einen Raben noch. Das ist zu weit entfernt. Dann haben wir beide Quests fertig. Und hier drüben dann was Stachelrattenmatriarche. Okay. Wo ist er denn? Hä? Wo ist denn die Matriarchin? Da drin. Die machen hier, glaube ich, Power Leveling. Die killen die ganze Zeit die Kleinen in der Gruppe.
können Sie hier auch mal ein bisschen mitmachen, weil die bringt ja eine Menge Erfahrungspunkte. Jetzt ist WoW hängt. Oh, was soll denn das jetzt schon wieder? Und jetzt ist wieder WoW da. Mehr Schaden. Und tschüss. So, dann geben wir jetzt erstmal die Quests ab. Wir müssen umgehend handeln. Beide fertig. Zeit verschafft, Festländer. Ich will nur hoffen, dass diese Dörfler Fräulein Kronsteig wirklich nichts Böses wollen. Wachtmeister, fahrt fort mit diesem Prozess. Endlich, lasst uns fortfahren. Hat Fräulein Kronsteig entschieden, wie sie geprüft werden möchte? Wie kann ich euch helfen? Prüfung des Aberglaubens befragt 5 Bewohner von Schnitztal an der Galgenschere. Um dem Haus Kronsteig. Ja, die 5 werden sogar angezeigt, welche wir befragen müssen. Was mit Gewichten beschwert und im Fluss versenkt. Wir sehen hier nicht viele Reusende. Dass die Hexe nicht von Blutfliegen belästigt wurde. Auf faule Ernten wachsen nach. Wir sehen hier nicht viele Reisende. Man sagt, dass sich Hexen niemals übergeben können. Möge die See den Zirkel holen. Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Ich kümmere mich dass die Haut von Hexen nicht verbrennen kann. Möge die See den Zirkel holen. Vom Festland, hm? Dass Hexen niemals weinen können. Okay. Und wir müssen jetzt vorschlagen, wie sie geprüft wird. Welches Anliegen bringt euch zum Haus Kronsteig? Die Lösung stinkt. Sammelt eine saftige Zwiebel auf Hagendorns Feldern bei der Galgenschere. Blutsaugersammlung. Findet ein leeres Glas und benutzt es, um ein schwärmende Blutfliegen bei der Galgenschere zu fangen. Risiken und Nebenwirkungen. Sammelt 5 intakte Giftdrüsen von den Seichtwassersaurolisken bei der Galgenschere. Ein ruhiges Ruder kommt immer an. Da drüben kriegen wir ein Glas. Okay. Da drüben gibt es dann auch noch eine Quest. Die war vorhin noch nicht da. Sauerei. Was tötet 6 territoriale Stachelratten auf Hagendorns Feldern? Der killt die. Da machen wir aber doch bei beiden mit. Stachelratten killen, auch gut. Gut, die Quest haben wir jetzt schnell beendet, weil da eine Menge Leute waren, die mitgemacht haben. Die da drüben muss ich noch plündern, ansonsten kann der sie nicht kirschnern.
habe kein Ziel. Was brauchen wir denn da drüben noch? Saftige Zwiebel. Lass mich in Ruhe. Hier können wir noch eine haben. So, die Zwiebel haben wir. Lass mich in Ruhe mit den scheiß Stachelratten. Haben wir eine Zwiebel? Ja, haben wir. Zu langsam gewesen. Mist. Ich muss näher ran. Da vorne ist noch einer. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh Mann. Hier fliegen. Blutfliegen gesammelt. Hallo, wir haben doch eine Zwiebel geholt. Verschrumpelte Zwiebel. Eieiei. Muss es auch noch eine gescheite Zwiebel sein. Und jetzt haben wir die saftige Zwiebel. Der ist noch nicht geplündert. Heißt, durch die Zwiebel bringen wir sie zum Weinen. Dann einmal mit den Blutfliegen fliegen und die intakte Giftdrüse. Was war das andere nochmal? Also einmal war verbrennen, einmal ertränken, weinen. Ich bin außer Reichweite. Weinen, dass keine Blutfliegen dran gehen. Ich weiß nicht mehr, was das letzte war. Na, der Respawn hier ist wenigstens schön schnell. Eine Giftdrüse brauchen wir noch. Und Blutfliegen brauchen wir auch noch. Ich habe gedacht, wir müssen nur einmal Blutfliegen fangen. Dann schauen wir mal etwas weiter hier drüben. Da drüben sind noch Blutfliegen. Da oben. So, da drüben sind noch zweimal. Und da hinten sind noch eine Menge. Das ist zu weit entfernt. Einen brauchen wir immer noch. Blöde Drop-Quests. Und die haben wir und die haben wir. Sehr schön. Alle Quests abgeschlossen. Wir müssen nochmal darüber. Wir müssen hier drüben die eine Quest noch abgeben. Wir sehen hier nicht viele Reisende. Und tschüss.
So. Drustwar wird überdauern. Das haben wir. Das haben wir. Die Beweislast führt an der Galgenschere Prüfungen durch, um Lucilla Kronsteigs Unschuld zu beweisen. Möge der Wind eure Segel füllen. So, wir reden jetzt mit ihm. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Wir sind bereit, die Prüfung zu beginnen. Endlich! Der Prozess kann beginnen. Wie es Brauch ist, hat Fräulein Kronsteig die Prüfungen bestimmt, durch die sie von der Anklage der Hexerei freigesprochen zu werden hofft. Sie will, dass dieser Festländer die Prüfungen durchführt. Eine ungewöhnliche Wahl, die ich als Zeichen unserer lauteren Absichten aber erlaube. Die erste Prüfung ist die Tränenprobe. Fräulein Kronsteig hat während des gesamten Prozesses nicht eine Träne vergossen. Kann die Angeklagte überhaupt weinen? Zeigt es uns, auf das wir unser Urteil fällen. Nun, Festländer, zeigt es ihnen. Jo. Erste Prüfung durchführen. Zwiebel schneiden. Sie weint, aber Hexen können doch gar nicht weinen. Ruhe, Ruhe! Es könnte sich immer noch um eine Täuschung handeln. Wir fahren mit dem Prozess fort. Die zweite Prüfung ist die Stichprobe. Es ist allseits bekannt, dass auch die hungrigste Blutfliege das üble Blut der Hexen meidet. Lasst die Fliegen frei und seht, wie sie vor ihrem verhexten Fleisch fliehen. Keine Sorge, ein paar Mückenstiche halte ich schon aus. Mhm. Aua! Ah! Oh, das tut weh! Die Fliegen meiden sie gar nicht. Sie beißen sogar noch mehr zu als sonst. Interessant, aber nicht stichhaltig. Kommen Ach so, das war das mit Prüfung, Kotzen. Der Organprobe. Wie man weiß, beziehen Hexen ihre Kraft nicht aus Speis und Trank, sondern aus den Seelen, die sie ihren Opfern aussaugen. Ihre Organe sind völlig leer. Seid ihr bereit, uns das Gegenteil zu beweisen, Fräulein Kronsteig? Das bin ich. Das Gift, Festländer. Bitteschön. Gift verabreichen. Mir geht's nicht so. Ihr ist schlecht geworden? Wie kann das sein? Vielleicht ist sie doch keine Hexe. Aber was ist dann mit unserem Dorf los? Ja, ihr habt einfach nur Pech. Ich allein fälle hier das Urteil. Ihr habt mich nicht überzeugt. Das erklärt die Vorkommnisse in Schnittstall. Du bist ein Trottel. Was? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Ihr werdet erst freigesprochen, wenn wir die Wahrheit erfahren haben über das, was unserem Dorf geschehen ist. Alter Schwede, was ein Hornochse. Ich muss euch um einen weiteren Gefallen bitten. Was ein Hornochse, was nehmen wir denn? Wir nehmen die Hände. Oder hatten wir Hände gekriegt eben? Na, wir nehmen einfach die Hände. So, die Beweislast abgeschlossen. Der Zirkel wir machen dann für seine morgen weiter. Gräueltaten.